passt und sitzt. Was für Henry Covingtons Traktor gilt, könnte auch im übertragenen Sinne auf den amerikanisch-chinesischen Handelspakt zutreffen. Das hofft der 61-jährige Farmer aus Maryland zumindest. Covington hat Donald Trump gewählt, unterstützt ihn. Doch der Zollkrieg hat ihn wie tausende andere Landwirte Bares gekostet. Landesweit lagen die Verluste bei rund 50 Milliarden Dollar. Natürlich hat das Auswirkungen gehabt, aber das gehört zum Geschäft. Nicht, dass wir das mögen würden oder dass es leicht wegzustecken wäre. Und natürlich hätten wir alle gern mehr Geld, aber vielleicht ja dieses Jahr. Covington baut auf 500 Hektar Sojabohnen an. Der Export nach China ist jedoch komplett zusammengebrochen. Doch auch andere Industriezweige sind von der Zollschlacht betroffen. Waschmaschinen zum Beispiel oder Komponenten für Computer, für Fernseher, selbst für Fahrräder. US-Präsident Trump zeigte sich unerbittlich, die chinesische Seite genauso. Die ganze Welt, auch Europa, Deutschland, drohten die Auswirkungen mehr und mehr zu spüren zu bekommen. Angst vor einer globalen Rezession. Farmer Covington hofft nun, dass mit der für heute geplanten Vertragsunterzeichnung zwischen den USA und China Planungssicherheit zurückkehrt. In den nächsten 2-3 Monaten führen viele Farmer die Preisverhandlungen für Sojabohnen und anderes. Und wir hoffen, bessere Ergebnisse als im letzten Jahr erzielen zu können. Henry Covington ist zuversichtlich. Sicher kann er sich nicht sein.